Um die Führhand rum, Bobby, um die Führhand rum. Jawohl, mach. Jawohl. Bobby, nicht stehen bleiben. Komm, beweg dich. Nicht stehen bleiben. Thank you.
Kampf des heutigen Abends. Der Sieg geht nach Punkten in die Blaue. Hallo Fight-Fans, ich bin's wieder, Kevin von den Fight Club News. Ich stehe hier nach einem schönen, spannenden zweiten Kampf an diesem Abend mit Martin. Martin, wie sahst du den Kampf aus deiner Position? Also ich freue mich erstmal, dass ich gewonnen habe. Jawohl. Alles Gute. Danke. Und ja, es war ein harter Kampf. Ich habe wirklich mit der Luft, musste ich wirklich haushalten, dass ich das bis zum Ende durchziehe, weil es immer was anderes im Wettkampf wie beim Sparring oder beim Training. Und aber ich bin freue mich und bin glücklich, dass ich gewonnen habe. Super. Ihr hattet einen großen Gewichtsunterschied. Wie kommst du damit zurecht? Hat es dich deutlich benachteiligt? Also man hat es schon gemerkt, es waren ja 25 Kilo, die er mehr hatte. Ja. Aber es ging schon. Also den letzten Kampf, den ich vorher hatte, habe ich ja gegen Matthias Buchtag gehabt und der wog ja auch über 20 Kilo. Wen willst du als nächstes vor die Fäuste bekommen? Hast du schon Ziele, Pläne für die Zukunft? Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Alles klar. Dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du vielleicht noch ein paar Worte an deine Fans? Ja, ich danke allen, die mir geholfen haben und mit mir zusammen trainiert haben. Jawohl, alles klar. In diesem Sinne, ruh dich aus. Vielen Dank für das Interview. Kein Problem. Bis später.